Okay, es hat sich wieder einiges getan. Level 47. Ich war kurz in der nächsten im nächsten Dungeon, das ist die Eishöhle. Um zu sehen, wo die ist, und wollte mal ein paar Gegner mal abchecken. Also zuerst mal Kali. So viel hat sie HP gehabt. Dann der Weißdrache. Seelenschinder, der hat eine böse Fähigkeit, der kann euch mit Einschlag töten, der Wichser. Dann Gespenst, Remora, Dunkelmagier. Okay, das war's jetzt. Jetzt gehen wir mal zur Eishöhle. Ich weiß auch, wo die ist. Das da. Dieser kleine Ort da oben. Wir müssen jetzt einen sehr langen, weiten Weg gehen. Ach, der Weg wird lange dauern. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, hier ist es nicht. Wir müssen weiter nach oben. Oh, falscher Weg. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin overlevelt. Wirklich overlevelt. Da geht es zu einem anderen Dungeon. Windflüsterhöhle, da müssen wir sowieso später hin. Wenn wir den Windtempel gemacht haben. Aber im Moment gibt es da nichts zu tun für uns. Okay, wir sind gleich da. Ich glaube, die Sorte haben wir noch nicht gesehen. Nein, die Sorte haben wir noch nicht gesehen. Da zeige ich dir einfach mal. Und ich gönne mir jetzt einen Schokobon. Während die da kämpfen. Ah, oh, lecker Schokobon. Bitra. Oh Mann, stirbt doch. Gut, so kleiner Luzi. Wie lange dauert es noch bis zum nächsten Level ab? Nicht mal so lange, okay. In den Eishöhle habe ich noch nicht alle Monster gefunden. Aber sehen wir mal, vielleicht jetzt. Ah, die Musik ist auch wieder geil. Ja, lecker, lecker. In dieser Ebene sind so viele Pisco-Dämonen, ihr werdet es mir nicht glauben. Unten geht's nicht weiter. Wir müssen den Weg. Wir können auch von oben und nach unten gehen, das ist unterschiedlich. Kurz heilen. In diesem Dungeon gibt es auch keinen richtigen Boss, würde ich mal sagen. Hey, ich habe mich doch davor gehalten. Was wollen die Spastis? Also Hütte habe ich benutzt. Ach, ich habe das vergessen zu benutzen. Ach, da sind die Bastarde. Wir müssen die schnell töten. Mit Einschlag können die uns töten. Geistesmarter. Okay. Bitte, es soll mich jetzt nicht alle töten. Achso, es lebt nur. Okay, ist nicht dann nicht so schlimm. Tod mit euch. Dankeschön. Jetzt den Weg und dann so. Also wir können sofort gegen den Boss kämpfen, das mache ich auch jetzt. Ihr seht doch diese komischen Platten da. Oh, ein Hinterhalt. Der sieht aus wie Astos. Folga? Übertreib. Die Truhe haben wir jetzt. Warte, Reiseclub, das ist keine richtige alte Rüstung, ne? Ey, das ist so alt, die Reisekluft. Ich hole jetzt noch die andere Truhe. Flammenschwert, das können wir hier gebrauchen. Weil hier sind ja alles nur Eismonster. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Wir müssen es. Todesabt. Okay, die haben wir noch nicht gesehen. Das ist die andere Gegnersorte, die hier ist. Lecker Schokobon.
Darf ich auch mal angreifen? Los, Sabber. Adia. Und tot mit euch. Kriegerstab brauche ich nicht. Wie in der Feuerhöhle. Ach, der Weißdrache. Warte, ich hoffe, ich lebe. Okay, leben noch. Also, wenn man die Truhen von vorne öffnet, da kommen Weißdrachen. Rüsten. Rostpanzer, mag ich mal. Macht sowieso keinen Unterschied. Aber im Osten gibt's nichts. Okay. Gibt's nichts. Okay. Ah, da wollte ich ja gar nicht hin. Ah, hier findet man Truhen. 6 Stück insgesamt. Hier findet man eigentlich nur sehr viel Geld. Schneewolf. Neue Sorte habe ich, kenne ich auch noch nicht. Wieso können die Schneesturm machen? Okay, ein erbärmlicher Schneesturm. Und tot. Ey, die haben echt wenig HP. Sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Speichern wir mal. Ab diesem... Oh, die kenne ich auch noch nicht. Komm, tot. Warte, jetzt haben wir doch alle Gegnersorten hier gesehen, oder? Ja, komm, beweg dich. Jetzt müsste es eigentlich sein. Schneewolf. Okay, warte. Jetzt müssen wir... Ja, so richtig. Ah, Remora. Die haben wir noch nicht... Also, ich habe die schon gesehen, aber ihr noch nicht. Tot. Ether gefunden, das kann ich gleich gebrauchen. 10.000 Gil. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Ach so, ja. Das haben wir auch. Schlafsack. So. Und Frostschild. Jetzt müssen wir Frostschild. Ach, ich rede wie ein Behinderter. Frostschild ausrüsten. Okay. Aber wieso habe ich das nicht ausgerüstet? Ich bin dumm. Jetzt müssen wir hier rauf. Und so kommen wir zum Boss. Ein Teufelsauge. Folger. Okay. Jetzt haben wir alles. Und wir sehen uns draußen in der Wüste. Hier gibt es keinen Schatz mehr. Hallo Leute, ja, es geht weiter. Also jetzt müssen wir hier rauf. Weil hier kriegen wir was Besonderes. Lieg hier in Wüste. Maus weg. Dün dün. Krokodil ist wieder da.
Dun, 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 dun. Ein Schiff für uns. Ja, damit haben wir unser erstes Luftschiff. Damit brauchen wir das verdammte Schiff nicht mehr. Und damit kann jetzt damit rumfliegen. Juhu, endlich mal. Können wir was anderes... Ja, wieder zumachen, ist klar. Luftschiff erhalten. Das sieht eher aus, ob die alle die Hitlergruß machen würden. Fusion. Jetzt haben wir ein Luftschiff. Wo soll als nächstes hin? Okay, hier nicht. Achso, ja, stimmt. Nicht dahin. Nordwestlich von Garlands Schloss. Wo war Garlands Schloss nochmal? Achso. Nordwestlich von Garlands Schloss. Nordwestlich. Ich bin doch behindert. Hä, wo zum Geier bin ich jetzt? Achso, hier. Ey, ich check nix mehr. Ey, ich weiß echt nicht mehr, wo ich hinfliege. Keine Ahnung, Leute. Okay, ich bin irgendwo hier. Chaos-Tempel, Eishöhle, ja. Okay, wir müssen ganz da oben hin. Achso, okay. Mein Orientierungssinn ist echt beschissen. Aber echt gut, dass keine Zufallskämpfe kommen. Okay, so. Eine neue Gegend für uns zu sehen. Aber eine riesen fucking Wüste. Wo kann ich landen? Kann ich darauf landen? Nein, geht nicht. Aber darauf. Leckt mich doch. Wo muss sie aussteigen denn? Sag jetzt nicht, ich muss den Fluss überqueren. Wir können echt mal alle. Ja. Darauf kann er jetzt landen. Okay, jetzt gehen wir in die Stadt. Okay, das sind immer noch die gleichen Gegner. Vielleicht gibt es im Wald Unterschiede. Okay, die kennen wir noch nicht. Ich kenne die auch noch nicht. Aber die sind schwach. What? Ich habe nichts dazu gesagt. Nein, nichts. Stadt Olank. Ich sollte eigentlich nicht hierher. Aber egal, wenn ihr schon hier sind, da könnt ihr auch gleich die Stadt erkunden. Oder? Schaut mal auf meine Beine. Sehen sie nicht schön? Es ist so lustig, Beine zu haben. Schaut doch mal, wie ich springen kann und tanzen kann. Bist du behindert in Karate als Mädchen? An der Hilfe von der Karawane hat er etwas Komisches dabei. Okay. Schon mal von Luftwasser gehört? Nein. Kirche. Schon mal ein Urgroßvater erzählt. Urgroßvater erzählte mir Geschichten über einen Tempel, der vor 200 Jahren im Meer versunken sein soll. Der Geschichte nach sollen dort nur mehr Jungfrauen hausen. Okay. Schon mal. Ja? Ist nicht der gleiche? Ja, das ist der gleiche. Ich bin dämlich. Okay, es geht weiter. Okay. Die Maus nervt immer.
Okay. Ein Drache? What the fuck? Ihr seid wohl auch Krieger. Meine Mission führt mich zum Palais der Probe. Dort werde ich den Beweis meines Drachenmutes erbringen, um den Mann vom großen Drachenkönig einen höheren Rang zu erhalten. Ach ja, da müsst ihr auch gleich hin, um damit wir bessere Sprüche drauf haben können. Tagau, ich bin Coop. Und ob ich gestern vom was Leuchtendes gesehen habe, ich bin dann zum nördlichen Wasserfall gelaufen, weil ich sehen wollte, was es war. Es war irgendein komisches Unwesen mit vielen Schrauben und merkwürdigen Eisenplatten. Ich möchte die Meerjungfrau im Meerestempel retten. Ich habe aus einem großen Fass ein Unterwasserboot gebaut, aber auf einem halben Weg nach unten geht mir die Luft aus. Okay. Vor mehr als Jahren die Gebetsstätte der Stadt, in der das heilige Meereswasser gepriesen wurde. Doch heute ist das Wasser kraftlos und verschmutzt. Ich bitte euch, tut etwas dagegen. Ja, ob ihr nichts Besser zu tun hatten. Junge Mann, geh weg. Ja, ich weiß, dass du so heißt. Jetzt geh einfach aus dem Weg. Einfach aus dem Weg gehen. Einfach. Dankeschön. Mit seinen vielen Schätzen soll der Meerestempel untergangen sein. Gold, Silber, Diamanten, auch irgendwelche Steinplatten, auf denen mysteriöse Schriften eingraviert sind, soll es im Tempelinneren geben. Luvianisch wurde vor geraumer Zeit von den Himmelmenschen gesprochen. Sky Island, sag ich nur. Mein weiser Bruder Une ist auf der Suche nach den Rosetta-Stein. Mit ihm soll man angeblich Luvianisch sprechen können. Rosetta-Stein! Digimon! Er zieht immer mit der Karawane durch das Land. Dieses Mal wollte er in die westliche Wüste reisen. Im Norden der Wüste gibt es eine kleine Oase, wo er immer eine Pause einlegt. Und kommt er bald wieder nach Hause. Sind das eure eigenen Beine, die euch tragen, oder geht es hier mit unrechten Dingen zu? Die ist auf Quake, verdammte Kacke. Achso, da müsst ihr... können wir uns gerade momentan nichts leisten, weil wir haben noch nicht unsere Stufe erhöht. Die ist doch richtig auf Quake. Dreck aber auch. Was steht hier da nur Glotsch? Das Leben ist einfach nicht gerecht. Nicht mal, wenn die Fische wollen anbeißen. Was bleibt mir denn anders übrig, als zu Pulle zu greifen, hä? Ja, ist klar, Säufer. Verreck. Coop sprach heute Morgen von etwas Leuchtendem, das vom Himmel gefallen sein soll. Okay. Eine richtige Metropole gewesen sein. Ist auch links Grabstein ja auch irgendwo hier? Anscheinend nicht. Egal. Okay, ich habe dann mit allen Leuten hier geredet. Ist gut. Jetzt müssen wir unsere Prüfung ablegen. Okay, den wollte ich zeigen und den kenne ich noch nicht. Sehen wir mal, ob ich die jetzt besiege. Ja, ich besiege die. Ach, hör einfach auf. Okay, das haben wir jetzt auch. Ach, jetzt muss ich ganz den Weg wieder zurückgehen. Okay, jetzt aufsteigen. Ah, das wollte ich gar nicht. Okay. Okay, wenn die Löcher da sind, dann heißt das, dass ich in der Nähe bin. Ach, hier muss ich hin. Ey, willst du mich verarschen? Ey, leck Eier, Mann. Wo soll ich dann absteigen, um da hinzugehen? Ist klar. Ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Boah, leckt mich da. Wüstenbarett, okay. Ach, hör auf, Saba. Ein Gill habe ich von diesem Wichser erhalten. Ah ja, es geht im nächsten Part weiter.